So, wir sind jetzt gerade in der Fortsetzung von der ersten Sequenz der Jump Cue. Ich hatte in dem vorherigen Video nur diesen Teil erklärt mit der Wendung. Die Sequenz geht dann so weiter: Öffnen der Lanzhao bis auf Augenhöhe Doppel-Mazhao, Doppel-Tanzhao, Paxhao rechts auf links. Links auf rechts, rechts auf links. Kontakt lösen, drei Handfechtstöße. Eins, zwei, drei. Drehen auf die andere Seite. Ich werde mich jetzt in diesem Video auf diese Sequenz beschränken, weil diese Sequenz einen Teil beinhaltet, über den im Wing Chun-System überhaupt in der ganzen Gemeinde sehr viel gestritten wird. Deswegen möchte ich da also auch ganz detailliert drauf eingehen. Grandmaster Yu Qing schreibt in einem seiner Bücher, die Jump Cue ist die technischste aller Wing Chun Formen. Das heißt, diese Form, die wir als Ganze machen, ist so einfach wie der Ablauf auch ist, eigentlich die schwierigste von allen, weil sie die abstrakteste von allen ist. Also, wenn wir jetzt einmal den äußeren Aspekt betrachten von einzelnen Bewegungen, dann geht es natürlich darum, dass wir jetzt hier erstmal klären, okay, wir machen aus der Doppel-Lanzhao, was ja nichts anderes ist wie die Fortsetzung meiner ersten Form im Stand, in der Bewegung. Das heißt, selbst wenn meine Füße sich bewegen, bleibt der Oberkörper eigentlich die ganze Zeit Tsio-Lem-Tao. Wenn wir jetzt von hier aus diese Bewegung machen, dann sieht die von vorne so aus, dass beide Hände hier vorne aufklappen. In der ersten Form haben wir dieselbe Bewegung im vierten Satz, geradeaus, vorwärts, aufwärts, sodass man hier jetzt leicht auf die Idee kommen könnte, daraus einen Fingerstich zu machen. Es gibt auch die Version, dass einige Schulen von hier aus die Bewegung bis über den Kopf machen, was aber eigentlich nicht Sinn und Zweck dieser Sequenz ist. Das heißt, wenn wir von hier aus die Arme aufklappen, bleibt der Ellenbogen leicht gebeugt, die Schulter bleiben hinten, also auch nicht rund werden, auch dabei nicht nach hinten lehnen. Die Version habe ich früher auch schon mal gelernt. Wir bleiben gerade und klappen hier die Arme nach oben auf. Die Ellenbogen bleiben leicht gebeugt. Der Zeigefinger zeigt auf eigene Augenhöhe, die Handgelenke sind leicht angehoben, der Daumen ist dabei angespannt. Von hier aus gehen wir runter in Doppel-Tanzhao. Dabei können wir hier mit unserem Körpergewicht ein ganz kleines bisschen sinken, ohne wieder in dem hinteren Knie einzuknicken, sodass also durch die Beugung von dem Knie der Oberkörper nach hinten kommt, sondern wir sinken gleichmäßig und zwar so, dass der Körper gerade bleibt. So, wenn wir jetzt die nächste Technik machen, Paxhao, Tanzhao, dann ist es so, dass an dieser Stelle die Paxhao einen Halbkreis nach hinten bezeichnet und die linke Hand durch die Hüfte ganz leicht nach vorne geschoben wird. Wenn wir jetzt wechseln, von links auf rechts drehen wir die Hüfte andersrum, sodass wir also in diesem Part der Form auch lernen, die Hüfte mit meiner Handbewegung zu koordinieren. Ne? Man kennt auch diese Version, dass man so steht und dann eine einfache Handbewegung macht, sodass aber eigentlich diese Bewegung die Kraft aus der Schulter holt und nicht die Kraft aus der Verbindung von Oberkörper und Beine. Deswegen ist hier ganz wichtig, dass wir, auch wenn diese Bewegung kaum sichtbar ist oder man da auch ganz schnell drüber wegsieht, dass wir wissen, dass von hier aus diese Bewegung eine Vorwärtsbewegung ist der linken Hüfte. Zurück drehe ich die Hüfte rein. Jetzt stehe ich hier recht gerade mit meiner Hüfte, sodass ich also jetzt in meinem gesamten Körper von Füße, Hüfte
Oberkörper eigentlich eine Spirale habe, die man also vor allen Dingen in der Rückenmuskulatur merken kann, wenn ich an dieser Stelle die Hüfte ganz nach vorne bringe. Jetzt drehe ich die Hüfte wieder raus und jetzt bin ich in einer Position, wo ich für den ersten Handflächenstoß die Hüfte mitbenutzen kann, um zusätzliche Energie für meinen Handflächenstoß zu generieren. Hüfte raus, Hüfte rein. So, in der letzten Position habe ich die rechte Hand vorne. Wenn das linke Bein vorne steht, weil das ist jetzt meine Drehrichtung. Das heißt, wenn ich meine Spirale im Oberkörper jetzt hier, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, immer weiter aufspanne, dann habe ich jetzt die Energie im Oberkörper, um eine schnelle Drehung auf die andere Seite zu machen. Das ist also ein mechanisches Prinzip, was wir hier in der Shampoo mit unterrichten, in einem sehr kleinen Radius. Ich kann diese Bewegung natürlich übertreiben, dann würde ich Tai Chi machen, mehr oder weniger. Ich habe keine Ahnung von Tai Chi, aber um eben zu erklären, was die technischen Aspekte der Form sind, dass wir hier wissen, mit jeder Handbewegung habe ich eine Hüftbewegung, die gehört zusammen. Erstmal das, um zu erklären, was macht diese Form so schwierig. Gleichzeitig, wenn wir jetzt drehen, hier, raus, rein, raus, rein, raus, rein, habe ich 6-mal meine Hüfte gedreht. Aber dabei ist darauf zu achten, dass das Standbein sich nicht verändert. Also nicht, sondern ich nehme meine Position ein, das Standbein bleibt da, wo es ist, das vordere Bein ist parallel zu dem anderen und ich habe hier wieder den Fußabstand, den wir am Anfang in dem vorigen Video definiert haben, durch Drehung des Fußes auf dem Mittelfuß. Wenn ich dieselbe Sequenz so mache, dass ich auf dem Fußballen nach hinten drehe, neige ich wieder dazu, mit meinem Körperschwerpunkt zu weit hinten zu stehen, dann wird diese Technik schwach. Oder ich drehe zu weit nach vorne, werde ich auch instabil. Das heißt, ganz präzise, die Elemente, die wir aus dem vorigen Part besprochen haben, jetzt hier in jeder Form weiterführen, um jede Bewegung so präzise zu machen, wie es irgendwie geht. So, also das heißt also nochmal, um die Sequenz jetzt nochmal zu zeigen, mach den, 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 stehen bleiben, öffnen, Doppel-Mahnsau, Doppel-Tarnsau sinken, Hüfte raus, Hüfte rein, Hüfte raus, Handflächenstoß, Hüfte rein, Hüfte raus, Hüfte rein, drehen auf die andere Seite. Und dann kämen wir zu der nächsten Sequenz, die machen wir aber in dem nächsten Video. Wir sind immer noch in dem Teil der Shampoo, den wir auch gerade wieder in dem vorherigen Video besprochen haben. Und jetzt kommen wir eben zu diesem kontroversen Punkt, deswegen habe ich daraus jetzt ein eigenes Video gemacht, über den also in der Wing Chun-Szene so viel gestritten wird. Die Shampoo beinhaltet das Konzept von den sogenannten drei Kampfprinzipien. Es gibt Richtungen, die aus drei Kampfprinzipien 4 gemacht haben. Allerdings ist es so, dass wir hier in der abstrakten Version der Kampfprinzipien die Erklärung in der Shampoo haben, wie wir diese drei Kampfprinzipien eigentlich zu übersetzen haben. Auf Chinesisch heißt das erste Kampfprinzip Loi Lau. Loi Lau heißt so viel wie finde, wenn dir was entgegenkommt. Das zweite Kampfprinzip heißt Heusung. Heusung heißt, wir erwarten den Gegner. Und das dritte Kampfprinzip heißt Latzau-Chikung. Latzau-Chikung heißt so viel wie, wenn der Arm verloren geht, dann folge ihm. Es wird also auch häufig so übersetzt mit,
ist der Weg frei, stoße vorwärts. So, und jetzt haben wir in der Shankyu an dieser Stelle die Erklärung von erstes Kampfprinzip, Loi Lau, finde, wenn etwas kommt, Häusung, heißt, erwarte, wenn der Gegner näher kommt. Und dann Latsau Jikung, wenn der Kontakt sich löst, dann stoße vorwärts. Die Besonderheit des ganzen Wing Chun Systems, und das wird hier zum allerersten Mal im Detail erklärt, wer es noch ein bisschen genauer und etwas präziser erklärt haben möchte, der hätte die Gelegenheit, in mein Buch über die Chamkyo reinzugucken. Da habe ich es also wirklich dann auf 180 Seiten einmal komplett erklärt, was wir jetzt hier in der Kürze der Zeit in so einem Video nicht machen können. Aber alle drei Kampfprinzipien werden definiert, gleichzeitig auch durch drei Distanzen im Wing Chun. Das heißt, die erste Distanz ist diejenige, wo ich den allerersten Kontakt zu meinem Gegner bekomme. Das heißt, wenn der Angriff näher kommt, ist, das wäre jetzt eine Anwendung davon, kommt ein Angriff, ich versuche erstmal meine Zentrallinie zu schützen, dadurch, dass ich dem Angreifer eine Hand entgegenstrecke. Die zweite Bewegung in meiner Shankyu, die Tanzhau, die definiert hier an dieser Stelle die zweite Distanz, wo man exakt sehen kann, dass aus der ersten Distanz, wo das erste Kampfprinzip zur Anwendung kommt, zu der zweiten Kampfdistanz genau eine Handlänge Unterschied liegt. So, an dieser Stelle sagt die Form ja, machen wir eine Parksau. Also erwarte ich, was der Gegner kommt, was nichts anderes bedeutet, dass meine Parksau die Kontrolle über den zweiten Angriff eines Angreifers beschreibt. Und dann kommen wir in diese Distanz, wo wir als nächstes schlagen können. Das würde bedeuten, dass, wenn wir das mal auf Deutsch übersetzen, in einer sehr einfachen Form, eine Kampfhandlung in drei Schritten definieren können. Die sagt, finden mit dem ersten, kontrollieren mit dem zweiten und schlagen in der dritten Distanz. Das heißt, die Shankyu heißt ja suchende Arme. Sie erklärt mir, wie das Suchen stattfindet in einer Aktion mit einem Gegner, wo es darum geht, auch natürlich zu berücksichtigen, der Gegner könnte größer sein, der Gegner könnte schwerer sein, der Gegner hat den Überraschungsmoment auf seiner Seite, der ist schneller. Das heißt, diese drei Kampfprinzipien in der ersten Distanz, in der zweiten Distanz und in der dritten Distanz erklären mir ganz genau, ganz präzise, was in einer Kampfhandlung passiert und wie ich mich zu verhalten habe, damit ich in einem Angriff in einer hohen Geschwindigkeit richtig reagiere. Und dieses Konzept ist genau an dieser Stelle in der Chamkyu enthalten. Dieser Part erklärt, wie Wing Chun als Kampftechnik funktioniert. Soweit erstmal.